Hallo. Dieser alte Mann scheint die letzten Tage seines Lebens in Einsamkeit zu verbringen. Alles, was er will, ist in Ruhe gelassen zu werden. Das treue Eisenpferd steht in der Garage und der alte Hund schnüffelt an seiner Seite. Walt kann mit der sich schnell verändernden Welt nicht mehr Schritt halten und würde die Migranten von nebenan am liebsten zurück in ihre Heimat schicken. Aber als die Hmong-Familie in ernste Schwierigkeiten gerät, kann der Veteran nicht wegsehen und pustet den Staub von seinem Gewehr. Walter Kowalski begräbt seine Frau Dorothy. Viele Gäste sind gekommen, um sich in der Kirche von ihr zu verabschieden. Allerdings sind seine Enkelkinder unpassend gekleidet und machen dumme Witze. Die Söhne sehen den wütenden Blick in den Augen ihres Vaters. Nothing anyone can do that won't disappoint the old man. It's inevitable. Während Pastor Janovic, der zu jung für seine Rolle ist, eine Rede hält, fummelt Enkelin Ashley an ihrem Telefon herum. Später, beim Gedenkessen, finden die Enkelkinder die Armeefotos und Medaillen ihres Großvaters im Keller. Walt nimmt keine Hilfe von Verwandten an und macht alles alleine. Der gefühllose Fremdenfeind stößt den Nachbarsjungen Tao ab, der den Mann von der Trauerfeier ablenkt, indem er ihn nach Werkzeug fragt. In der Garage erwischt er Ashley beim Rauchen, aber er schimpft nicht mit ihr. Außerdem fragt sie kurzerhand, wer die alte Couch und das Auto aus der Garage bekommen wird, wenn der Großvater stirbt. Der junge Pastor versucht, sein Vertrauen zu gewinnen und besteht darauf, dass Walt zu ihm zur Beichte kommt, da er es Dorothy versprochen hat. Für den Großvater klingt das lächerlich, wenn man den Altersunterschied bedenkt. Er gehe nur wegen seiner Frau in die Kirche. Now that you've spoken your piece, why don't you go tend to some of your other sheep? Er hat sein ganzes Leben lang in der Ford-Fabrik gearbeitet und hat eine Abneigung gegen japanische Autos und japanische Menschen. Und wenn er die Rituale seiner Nachbarn sieht, nennt er sie Barbaren. Janovic kehrt zurück und ärgert den alten Mann erneut mit seiner allzu freundlichen Einstellung. Er verunsichert Kowalski und behauptet, er sei voreingenommen. Walt hält sich nicht länger zurück und nennt ihn eine eingebildete 27-jährige Jungfrau. Who likes to hold the hands of old ladies who are superstitious and promises them eternity. Als der Nachbar Tao die Straße entlang geht, wird er von einer örtlichen mexikanischen Gang beleidigt. Eine andere Gang, angeführt von seinem Cousin Spider, setzt sich für den Mann ein. Sie verjagen die Hooligans und drängen sich Tao auf, indem sie ihn auffordern, ins Auto zu steigen, obwohl er dieses eindeutig ablehnt. Später finden sie den Mann vor seinem Haus, wo er Blumen pflanzt. Er geht wie immer schweigend seiner Arbeit nach, aber die Bande bleibt dran und versichert ihm, dass er sich unter dem Schutz ihrer Familie keine Sorgen mehr machen muss. So what do I have to do? Spider told me my boy next door got a badass mug. Ihr Ziel ist das Auto des alten Mannes, ein Ford Gran Torino von 1972 im perfektem Zustand. Der Heilige Vater folgt Walt sogar in die Bar, wo er mit seinen Freunden Bier trinkt. Er nimmt das Versprechen, das er Walts Frau gegeben hat, ernst. Aber was kann ein so junger Mann schon wissen, der nur auf dem Priesterseminar war und schlaue Bücher gelesen hat? Walt hingegen hat die Hölle des Koreakriegs durchlebt. Der Mann hat harte Schlachten überlebt und hört auf niemanden, der nicht eine ähnliche Tortur durchgemacht hat. Aber der Veteran steckt in seiner Vergangenheit fest. Er ist nicht mehr an der Front, umgeben von Feinden. Sounds like you know a lot more about death than you do living. Nachts hört Walt, dass jemand in seine Garage eingebrochen ist. Er nimmt sein Gewehr und erwischt Tao dort. Der alte Mann hat den Kerl im Visier, aber er stolpert und fällt, als er den Abzug drückt. Die Kugel verfehlt den Einbrecher und er entkommt. Walt verwandelt sein Haus nach und nach in eine Festung und hält seine Waffe bereit. Der Sohn ruft an und verfolgt eigennützige Ziele. Er kümmert sich nicht um die wirklichen Probleme seines Vaters und der Vater selbst ist auch nicht gerade ein angenehmer Gesprächspartner. Spider versucht erneut, Tao zu rekrutieren, aber dieses Mal wehrt sich der Junge so gut er kann. Die ganze Familie setzt sich für den Jungen ein und das Handgemenge verlagert sich auf Walts Rasen, der mit einem Gewehr im Anschlag auf die Straße läuft. Die Bande zieht sich zurück und bedroht den alten Mann. Taos Familie bedankt sich bei ihrem Nachbarn. Am nächsten Tag bringen sie ihm Geschenke wie Essen und Blumen. Er begrüßt sie mit seinem üblichen Murren, lässt das Gewehr nicht aus der Hand und wirft die Geschenke auf die Müllhalde. Taos Schwester Sue spricht gut Englisch und der Bruder entschuldigt sich. Aber Walt droht ihm nur, sich von seinem Grundstück fernzuhalten. Der Pastor kommt an und fragt, warum der alte Mann nicht die Polizei gerufen hat. You know, I prayed that they would
show up, but nobody answered. Eine falsche Bewegung und es hätte Tote geben können. Janowitsch besteht darauf, dass es dem Mann besser gehen wird, wenn er die Last der Vergangenheit von seinen Schultern nimmt. Der Pastor hat schon viele Geschichten von Menschen gehört, die den Befehl zum Töten erhalten und Gräueltaten begangen haben. Sie haben ihre Schuld eingestanden und ihre Seelen geheilt. Walt ist mit vielen Dingen einverstanden, aber es gibt eine Sache, die der junge Mann nicht versteht. Er wird am meisten von dem verfolgt, was sie ihm nicht befohlen haben. Der alte Mann besucht seinen Lieblingsfriseur, wo er mit Martin, dem italienischen Friseur, freundliche Beleidigungen austauscht. Sue ist mit ihrem Freund unterwegs, als sie von drei dunkelhäutigen Hooligans umzingelt werden. Das Mädchen versucht tapfer, sich zu wehren, aber die Kräfte sind ungleich verteilt. Walt sieht die Szene und steigt aus dem Pickup aus. Die Drecksäcke sehen keine Gefahr in dem alten Mann. Aber er hat auch eine echte Waffe parat. Und mit der Drohung, die Gangster zu erschießen, fordert er das Mädchen auf, in seinen Truck zu steigen. Walt schimpft mit Sue, weil sie sich mit einem schwachen Kerl in gefährliche Gegenden begibt. Das Mädchen spricht über das Volk der Hmong, das in China, Laos und Vietnam lebt. Sie kämpften auf der Seite der USA und als die Amerikaner sich zurückzogen, wurden sie von der Armee im Norden verfolgt. Junge Burschen wie Tao werden häufiger schikaniert als Mädchen und kommen nach der Auswanderung nicht gut zurecht. Später bemerkt Walt, dass Tao der Großmutter von nebenan hilft, während die anderen Teenager vorbeigehen. Walters Kinder haben ihren Vater bereits komplett abgeschrieben. Sie schenken ihm zum Geburtstag ein Telefon mit riesigen Ziffern und einen Stock, mit dem er nach Dingen greifen kann. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist das Angebot, in ein Pflegeheim zu ziehen. Zusammen mit ihren Geschenken werden die Verwandten auf die Straße geworfen. Sue bemerkt, dass ihr Nachbar alleine Bier trinkt und lädt Walt zu einem Barbecue ein. Er lehnt ab, so gut er kann, also greift Sue auf Humor zurück. Just keep your hands off my dog. No worries, we only eat cats. Das scheint zu funktionieren und Wally kommt vorbei, um das Bier der Nachbarn zu probieren. Sues Großmutter verhält sich wie sein Spiegelbild. Sie hasst den Amerikaner und die anderen sehen ihn an wie ein Tier im Zoo. Walt sieht ein Haus voller Menschen, eine Familie, die die Tradition respektiert. Sein Husten wird stärker und er geht nach oben auf die Toilette. Der alte Mann wird beschwipst und fängt an zu essen. Sue schlägt ihm vor, mit Tao im Keller zu reden, wo sich junge Leute mit Englischkenntnissen aufhalten. Der schweigsame Junge sitzt alleine da und Walt wird einem Mädchen namens Yohua vorgestellt. Der Großvater geht auf Tao zu und bringt ihm bei, wie man sich bei Frauen verhält. Yohua hat ihn den ganzen Abend über angestarrt und er hat nicht einmal versucht, mit ihr zu reden. Der alte Mann provoziert und verspottet den Teenager, um seine Männlichkeit zu wecken. Walter ist auf den Geschmack von asiatischem Essen gekommen und nimmt nun Geschenke von seinen Nachbarn an. Eines Tages erzählt Taos Mutter ihm, dass der Junge seine Schande abarbeiten muss, indem er seiner Nachbarin bei der Hausarbeit hilft. Der Großvater weigert sich, aber schließlich gibt er dem Druck der Frauen nach. Am vereinbarten Tag befiehlt Walt Tao, draußen zu stehen und die Vögel zu zählen. Der Mann provoziert den Jungen erneut, indem er auf seinen schwachen Charakter anspielt, aber Tao hält dem Test stand. Also gibt Walt ihm eine richtige Aufgabe. Unter der Anleitung des alten Mannes reparieren sie das Haus. Walts Husten wird immer schlimmer und er kann ihn nicht länger ignorieren. Im Krankenhaus schlägt Dr. Chu vor, eine umfassende Untersuchung durchzuführen. Die Diagnose ist enttäuschend. Walt ruft seinen Sohn an, aber der ist mit seinem Tagesablauf beschäftigt und bittet ihn, ein anderes Mal anzurufen. Zwischen den Verwandten klafft eine große Lücke. Tao wird weiterhin von seinem Cousin Spider schikaniert. Er hat nicht vergessen, dass der Junge beim Diebstahl des Gran Torino gescheitert ist und die Aufnahme in die Gang verpatzt hat. Walt springt ein und nimmt den Jungen unter seine Fittiche. Der alte Mann bringt Tao bei, wie man die Hausarbeit der Männer erledigt und zeigt ihm seine Werkstatt und seinen Werkzeugkasten. Der Junge bewundert sie und sagt, dass er nie in der Lage sein wird, eine solche Sammlung zusammenzustellen. Im Gegenzug gibt Walt dem Jungen eine Zange, Klebeband und Rostentferner, eine Grundausstattung, die für die Hälfte der Arbeiten ausreicht. Die Atmung des Mannes wird schlechter und er kann den Kühlschrank nicht mehr alleine aus dem Keller tragen. Er schluckt seinen Stolz herunter und bittet Tao, ihm zu helfen. Der Mann will die schwerere Kante nehmen, aber der Großvater ist stur. Now listen to me, Zip. Now you listen, old man. I'm here because you need help. So it's either top or I'm out of here.
Ja, es sieht so aus, als hätte der Junge endlich etwas von seinem Mentor gelernt. Sue sagt ihm, dass der Junge kein männliches Vorbild hat, der ihm etwas über das Leben in Amerika beibringen könnte. Sie verbringen Zeit miteinander wie Großvater und Enkel. Tao wäscht das Auto, hilft im Garten und sorgt sich um die Gesundheit von Walt, der trotz seines Hustens nicht mit dem Rauchen aufhören will. Tao würde gerne im Verkauf arbeiten, wie Walters ältester Sohn. Der alte Mann nennt Berufe wie diesen eine Lizenz zum Stehlen. Aber Tao hat kein Geld für das College und ohne Ausbildung wird er nicht für einen guten Job eingestellt werden. Walt verspricht ihm, einen Teilzeitjob für ihn zu finden, aber zuerst muss er lernen, wie man sich benimmt. Dazu geht er mit Tao zu seinem Friseur. In fact, you could talk about a construction job you just came from and bitch about your girlfriend in your car. Die alten Männer bringen ihm bei, wie ein Mann zu reden. Höflich, selbstbewusst und nicht kriecherisch. Und da Tao noch kein Auto, keinen Job und keine Freundin hat, ist es okay, ein bisschen zu lügen, um nicht erbärmlich auszusehen. Boy, does my ass hurt from all the guys in my construction job. Walter nimmt Tao mit zum Haus seines Freundes, der Bauleiter ist, um ihm einen Job zu besorgen. Der Junge besteht den Test erneut und wird eingestellt. Im Laden kauft der Mann dem Jungen einen Werkzeuggürtel und Tao ist sehr dankbar für alles, was Walt für ihn getan hat. Doch eines Tages, auf dem Rückweg von einer Baustelle, trifft Tao auf die Bande seines Cousins. Sie nehmen ihm sein Werkzeug weg, verprügeln ihn und verbrennen ihm das Gesicht mit einer Zigarette. Walter sieht seinen geschundenen Freund und bietet ihm an, mit den Drecksäcken zu reden, aber Tao lehnt seine Hilfe ab. Also nimmt Walt die Sache selbst in die Hand, spürt einen seiner Angreifer auf und verpasst ihm eine ordentliche Tracht Prügel. Er bedroht ihn mit einer Waffe, um die Bande endgültig loszuwerden. Die nächsten Tage verlaufen großartig. Tao beschließt, Yohua zu einem Date einzuladen und Walter bietet ihm eine wohlverdiente Fahrt in seinem Gran Torino an. Spät in der Nacht eröffnet eine Bande das Feuer auf das Haus der Hmong. Glücklicherweise wird niemand getötet, nur Tao hat eine kleine Wunde am Hals. Es stellt sich heraus, dass Sue nicht zu Hause ist. Sie ist zum Haus ihrer Tante gegangen, hat es aber nicht bis zu ihrem Ziel geschafft. Die Bande hat sie auf dem Weg abgefangen. Ein paar Stunden später wird das Mädchen blutüberströmt vor dem Haus aus einem Auto geschleudert. Walter ist wütend. Er ist schuld an dem, was passiert ist, denn die Banditen haben sich für die Demütigung gerächt, die er einem von ihnen zugefügt hat. Wütend rennt er nach Hause und schlägt sich die Hände an Schränken und Glastüren blutig. Er wird vom heiligen Vater besucht, der Sue ins Krankenhaus gebracht hat. Das verängstigte Mädchen und ihre gesamte Familie weigern sich, gegen Spider auszusagen, und solange sie nicht reden, ist die Polizei machtlos. Es wird so weitergehen, bis jemand eingreift. Janovich trinkt etwas mit Walter und sagt, dass er auch sauer ist. If I was Tao, I guess I'd want vengeance. I want to stand shoulder to shoulder with you and kill those guys. Tao wartet ab, wie der Mann auf diese Gesetzlosigkeit reagieren wird. Der wütende Mann besucht seinen Nachbarn am Morgen, er weiß, dass Walt die Verbrecher nicht vom Haken lassen wird und ist bereit, zu den Waffen zu greifen. Aber der alte Mann hält ihn auf. Kowalski hat in seinem Leben schon genug Fehler gemacht und weiß, dass man mit solchen Dingen nicht herumspielen sollte. Er schickt Tao nach Hause und nimmt sich Zeit, um einen Plan auszuarbeiten. Er chillt im Badezimmer, lässt sich bei Martin die Haare schneiden und rasieren und ordert beim Schneider einen schwarzen Anzug. Danach geht er zu Janovich, um zu beichten. Der ist schockiert und obwohl Walt zugibt, dass er selbst schuld an den Unstimmigkeiten mit seinen Söhnen ist, fällt das Geständnis lächerlich kurz aus. Kowalski verrät seine Pläne nicht. Go in peace. Oh, I am at peace. Janovich warnt, dass er das Haus, in dem sich die Bande trifft, zusammen mit der Polizei beobachten wird. Zur vereinbarten Zeit treffen sich Tao und Walt. Der alte Mann zeigt dem Jungen sein Gewehr und schenkt ihm eine Medaille, einen silbernen Stern. Er hat im Krieg mehr als ein Dutzend Männer im Kampf getötet und war der Einzige, der den Einsatz in dieser Nacht überlebt hat. Walt lenkt den Mann ab, springt aus dem Keller und sperrt ihn unten ein. Walt erklärt, dass es das Schlimmste ist, einen Mann zu töten und dass er nicht zulassen wird, dass Tao dieses Schicksal ereilt. The only thing worse is getting a Medal of Valor for killing some poor kid that wanted to just give up, that's all. Der alte Mann ist stolz auf seine Freundschaft mit dem Jungen und will sein Leben nicht riskieren. Er überlässt den Hund der strengen Großmutter und ruft später Sue an, damit sie ihren Bruder aus dem Gefängnis holen kann.
Janowitsch und die Polizisten hängen stundenlang im Haus der Banditen herum, aber es passiert nichts. Sie werden angewiesen, das Haus zu verlassen und den Pastor mitzunehmen. Nachdem er sich vergewissert hat, dass der Weg frei ist, erscheint Walt und beschimpft und provoziert die Banditen. In seiner Hand hält er eine Zigarette und eine Pistole. Kind of jumpy, aren't we? Shut the fuck up. You shut the fuck up. Er greift in seine Tasche und macht eine plötzliche Bewegung. Die Bande feuert ihre Waffen ab. Aber Kowalski zieht einfach ein Feuerzeug heraus. Er war die ganze Zeit unbewaffnet. Der alte Mann opfert sich, damit die Polizei einen Grund zum Handeln hat. Jetzt wird die Bande für lange Zeit ins Gefängnis gehen. Sue, Tao und Janowitsch verabschieden sich von ihrem Freund und Mentor. I knew really nothing about life or death until I got to know Walt. Die gesamte Hmong-Familie ist bei der Beerdigung anwesend. Sie zeigen ihren Respekt, indem sie spezielle Festtagskleidung tragen. Nach der Zeremonie hört sich die Familie Kowalski seufzend das Testament ihres Großvaters an. Sie bekommen nichts. Er hinterlässt sein Haus, der Kirche und den Gran Torino Tao. Natürlich unter der Bedingung, dass der Junge keine idiotischen Flammen draufmalt oder einen großen dummen Spoiler am Heck anbringt, wie man ihn bei den Autos der Reißverschlussfritzen sieht. Achte auf den Namen des Films in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit, lass uns in den Kommentaren wissen, ob auch du einen grummeligen alten Mann kennst, der ebenfalls seine tragischen Gründe hat, etwas schwierig zu sein. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit es noch mehr tolle Geschichten gibt.